Beim letzten Mal bei Ark Survival Evolved wurden Dinos gelevelt? Ja, die sollten stärker werden, damit sie die beiden einsamen Seelen auch tragen können. Trotz Survival noch ganz schön was auf den Hüften. Und was war das am Ende? Dieser kräftige Po. Ein Paraceratherium. Kann man damit was machen? Sieht selbst. Das klingt wie in einer... Hab da, ich doch von nie da, schon mal... Da, ja, da, ich hab schon gesehen. Da, komm runter. Ich glaube, davon hatte ich schon mal vom Sattel gelesen oder so. Aber ich glaube, den kann ich nicht mit der Bola. Das ist ein Krokodil. Wo bist du denn? Pass auf, die Vögel, die hier kommen, schubsen, ne? Ach so, dann gehe ich ein Stück weg. Deswegen bin ich ja mal hier ums Leben gekommen. Wir haben mich so einen Vogel runtergeschubst, oder? Der Pteranodon fliegt weg. Das ist schade. Mal schauen, wie es mit Nahrung und so aussieht. Ich brauche bald wieder Wasser. Das ist ungünstig. Oh, hier sind riesen Libellen. Greif ihn vielleicht auch an. Ja, ich gehe dran vorbei und weg. Ja, es bringt aber nicht, wenn du weiterläufst. Warum denn? Weil ich irgendwann hier weiterkomme. Oder ich ziehe dich zurück. Hier ist ein Pteranodon gekommen. Der landet gerade. Nee, da fliegt er wieder hoch. Ach nee. Na, ich brauche Wasser. Ja, dann geh doch. Ich geh doch auch. Was kann sein, ich dich mitziehe? Ich drohe nämlich zu verdursten. Okay, ich stürze in den Tod. Doch nicht. Ich bin runtergesprungen, um was zu trinken. Ach Mist. Was denn Mist? Ach, der ist gerade gelandet, aber jetzt wieder geflogen. Oh, jetzt regnet es auch noch. So, ich habe wahrscheinlich jede Menge Leben verloren. Ja, ich war fast tot. Guck, jetzt kannst du da oben gucken und den Mund aufmachen. Nee, ich bin ins Wasser gesprungen, bin aber vorher auf dem Felsen gelandet. Jetzt muss ich erstmal aus dem Wasser raus, nicht, dass hier irgendwas noch kommt und mich angreift. So, jetzt. Ach, ich habe aber okay Fleisch. Scheibenkleister, kannst du mir Fleisch bringen? Erst dann muss ich selber was essen, weil bei mir zieht es gerade die Nahrung runter wie Sau. Hat er mich gerade aus dem Spiel geschmissen? Das läuft ja mal wieder. So, bin wieder da. Also er wäre jetzt betäubt, aber ich habe kein Fleisch. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Ich habe jetzt auch kein Dodo und nichts gesehen und das große Vieh will ich jetzt nicht angreifen. Hast du jetzt den da oben genommen oder welchen hast du genommen? Na, da wo wir waren halt vor uns. Hier läuft nur so eine Schildkröte rum, aber die ist schwer zu zähen oder schwer zu töten. Dann versuche ich mal zu dir zu kommen. Irgendwo hier war sie. Irgendwo hier. Ja. Moment, ich lese den Chat gleich. Ich muss erstmal... Ich geh von meinem Tier runter. Ah, Schäbenkleid. Zertrampelt der das gerade? Wenn die das hier auch machen? Der greift dich an, ne? Ich hab noch nicht gefüttert, weil ich gerade... Wo ist der denn? Ich hab den aus den Augen verloren. Der ist tot. Oder? Ah, wahrscheinlich. Der ist bewusstlos. Ah. Mann, ich will hier an den ran. Ich lege ne Fleisch rein. Okay, danke. Und auch gleich mal 5 Narko-Bären und gebe dem die einfach mal. Hm. Ich dachte, dass es tot oder so verletzt aussieht, aber war er nicht. Der ist fies gerade drüber getrampelt. Ja, du hast ihn hier auch gekloppt. Na, weil er drauf getrampelt ist. Ja, du hast ihn doch auch gekloppt. Da ist er auch verletzt. Ach so, das meinst du. Wo ist er denn jetzt? Wo liegt er denn? Irgendwo bei dem. Ach, hier, ich habe eine gefunden. Also... Genau, da, ja, ich habe mir mal eben erlaubt, den Livestream im Discord zu teilen. Oh, vielen lieben Dank. Ich muss meinen ganzen Chat jetzt nachholen. Genau, man kann alles verschönern.
Asien Naturstyle, das klingt interessant. Auf der Pteranodon ist nicht schwer zu finden, kommt halt auf den Seed drauf an. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt mit Seed meint. Seed ist doch eigentlich der Samen. Und mal schauen. Nahrung ist schon fast wieder bei der Hälfte. Also die. Ach, geh doch mal weg, du großes Vieh, hau ab. Reduziert sich gerade ganz schön. Aber es mag sein, wegen der Gesundheit wahrscheinlich, weil ich so viel Leben verloren habe. Das wird sich wahrscheinlich jetzt hier gerade ein bisschen in der Waage halten. Und der DKMJ Gaming hat sich erlaubt, auch mal die Farbe seines Namens zu ändern. Von einem hellen Blau zu einem dunklen Blau. War nicht vorher grün. Ist doch ein helles Blau oben drüber. Grün ist der Evo. Ist ja witzig, bei mir ist der DK war erst grün, jetzt ist er dunkelblau und der Evo ist rosa. Ach so. Das ist jetzt hier im Chat anders. Irgendwie ist bei dir dargestellt. Na gut, dann gibt's da auch nochmal Unterschiede. Also ich laufe jetzt gerade wieder zurück, ne? Aber zu weit zurück darf ich ja auch, ne? Nee, lauf ruhig, ich werde es ja merken, was passiert. Es könnte langsam mal wieder aufhören mit Regnen, damit ich nicht immer so friere. Trinken wir erstmal nochmal was. Und schauen mal, ob man doch noch irgendwo. So, irgendwann müssen wir mal diesen nicht diesen Flug. Ich wollte den Spinosaurus, wollte ich jetzt sagen. Den Spino finden. Ach so. Bei dir bist du auch rosa. Dann liegt das an meinem Chat. Mhm. Also, ich nehme ja diesen Standard-Chat aus dem Twitch. Stream, was ich benötige, um meinen Stream selbst ein bisschen zu begutachten, ob das wenigstens bildtechnisch halbwegs funktioniert. Und Maxi Chaotic hat den Stream ja noch auf dem Tablet laufen. Mhm. Auch so als kleine Prüfung, ob alles läuft. Fällt nicht immer auf, ob alles läuft, aber das ist eine andere Sache. Noch kann ich laufen, ne? Sonst hättest du geschrien, ne? Das gäbe ich dir schon Bescheid. Also, ich komme jetzt schon ein ganz schönes Stück weg von dir. Bin nämlich schon fast wieder im Haus. Jetzt werde ich gezogen. Ah, kurz vorm Haus. Also, ich bin zwischen zwischen Falle und Haus. Nicht Halle und Faust. Da gehen wir wieder ein Stück in die Richtung, damit er. Jetzt kommt hier auch ein paar Taranod angeflogen. Ach, jetzt kommen sie an. Jetzt kommt er an. Läuft. Wie weit ist der Zähmenvorgang? Prozent. Ah, jetzt ist er durch. Okay. Der eine heißt Pflücker und den nennen wir. Nennen wir ihn, wie du es willst. Ein schöner Name, wie du es willst. Dann heißt er jetzt Fliege. Das ist Fliege. So. Der Dodo brennt. Oh, er brennt. Noch ein bisschen rohes Fleisch und Leder. Leder und rohes Fleisch. Was haben wir hier? Können wir hier noch ein bisschen Fleisch reinlegen? Fleisch, Holzkohle raus, das brennt weiterhin. Können wir doch auch Fasern reinlegen, oder? War das nicht auf Fasern, was er zum Brennen braucht? Holz und Stroh, kann ich Fasern? Alle gegen Halle. Bei Alle gegen Halle. Ist jetzt Halle... Ist es einfach nur so ein Spruch? Kommst du aus der Region, die vielleicht gegen Halle ist? Ach, und wegen deiner Frage. Letztens im Discord wegen dem Golfspiel. Ich lege es mir zu, damit ich wieder Golfer werden kann. Spiele privat auch ein wenig Minigolf. Minigolf macht bestimmt auch so Spaß. Also offline. Ach, einfach nur so ein Spruch. Weil hätte ja auch sein können, dass irgendwie Leipzig, Magdeburg-Fan oder irgend sowas und deswegen alle gegen alle. Da gibt's doch immer so Derbys und Rivalitäten. Manchmal müssen wir sie auch Rivalitäten. 28 hat er jetzt. Stufe.
Und der andere hat 37. Habe ich genug zu essen mit? Ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Wo haben wir es denn hier? Damit das erstmal wieder voll wird. So, warte mal kurz ab. Das ist voll. Und jetzt verliert er auch nicht mehr so sehr, weil mein Leben voll ist. Es lag einfach daran, dass ich mich vorhin etwas heilen musste. So, Flasche voll, das ist voll. Du kommst jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja. Gut. Der Weg ist halt noch ein bisschen weiter. Ja, ich werde mal schon den Sattel holen. Mhm. Oder, ach nee, da liegt er hier. Hier ist der Sattel. Der Sattel. Dann müsstest du hier irgendwann ankommen. Ich komm dir mal entgegen. Hallo. Hallo. Da. Kann ich denn jetzt hier so direkt ausrüsten? Ich möchte... Och. Ich möchte hier den Sattel. So, er hat einen Sattel. Juhu. Kann ich schon... Oder bin ich zu schwer? Ich weiß nicht, was du alles geladen hast. Er fliegt jetzt nicht so schnell. 139 Kilo. Meiner fliegt aber langsam, wahrscheinlich. Ja, meiner fliegt auch langsam. Ja, der ist ja an der Gewichtsgrenze angekommen. Woran sehe ich das denn? Wenn du dann drauf sitzt und F drückst. Ah, okay. F, dann kommst du direkt ins Inventar vom Tier. Wo ist denn Fliege? Ach, da. Flügge und Fliege. Achso, und das Gewicht, hier stehen jetzt 132 und das sind jetzt 93,7. Deswegen werde ich noch ein bisschen die Holzkohle weglegen. Oh, mehr Platz ist nicht. Was habe ich noch? Ich habe hier ein einfaches Bett noch rum. Das lege ich jetzt auch mal in irgendeine Kiste. Ich habe noch ein Bett. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo mal bekommen. Das sind Beeren. Die können wir doch im Kochtopf legen. Ja. Beeren, Kochtopf. Ach, dafür brauchte man ja die Holzkohle, ne? So war das doch. Also Minigolf hatten wir auch schon mal gespielt, ne? Ja, genau. Mhm. Minigolf haben wir auch schon mal gespielt. Aber ich glaube nur einmal. Aber das Golf with Your Friends ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Das ist wirklich lustig, ja. Deswegen geplant ist, also entweder am Samstag oder am Dienstag zu spielen, je nachdem, wo sich mehr Mitspieler finden. Wir würden das gerne mal so ein bisschen innerhalb der Community machen. Right. Da bin ich mal gespannt. Also DK, weißt du Bescheid? Es macht auch nichts, wenn du erst später dazukommst, weil ich weiß, 19 Uhr ist nicht so deine Zeit. Es macht ja nichts. Ist ja kein Problem, dann kommst du halt erst so kurz nach 20 Uhr oder sowas dazu oder 20.33 Uhr, ne, so seine Zeit. Weil das Angebot auf Steam läuft, glaube ich, am 19.05. aus. Aber dann gibt es immer noch andere Seiten. Jetzt, ich wollte eigentlich fliegen mit dem. Was wolltest du jetzt machen? Ich fliege auch. Bist du das da oben? Ja, ich fliege hier. Ach, mit da unten bist du. Da oben ist ein anderer. Achso, da ist ein anderer. Achso, wenn ich F drücke, komme ich auch direkt. Aber denk dran, nicht ständig auf Schnellfliegen gehen, weil wenn die Ausdauer da ist, fliegt er nicht mehr. Und dann kannst du nicht mehr landen. Ja, ich... Obwohl, er landet dann selber, weil über Wasser landet er nicht. Und dann musst du dann abspringen. Und das ist doof. Aber wenn ich so normal fliege, geht nichts mit Ausdauer, oder? Hat doch auch ein bisschen... Doch, ein bisschen. Er verliert doch ein bisschen Ausdauer. Ich wollte jetzt mal übers Wasser fliegen. Habe ich mal das Gewicht ein bisschen? Welche Richtung? Ich komm, Kidino jetzt hochgesprungen. Du fliegst jetzt in welche Richtung? Hier hinter bist du. Gut. Sie fliegt hier über dieses Wasser und ich fliege hinterher. Denn wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Spinosaurus. Das letzte Mal haben wir nur die Falle fertigstellen können. Nach Bauen, Abreißen und wieder Bauen. Hatte Evo was mit einem Vortrag erzählt? Ich überlege gerade noch. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher.
Sicher bin ich mir auch nicht. Es passiert immer so viel den ganzen Tag. Das ist ein Krokodil. Ja, schon gesehen. Wie sieht die Ausdauer aus? Mal kurz schauen. Ach, ist noch 40. Ein Krokodil. Da ist ein Krokodil und es will fressen. Das Krokodil könnte ich wahrscheinlich auch gut. Wenn ich es von hier oben vom Stein aus treffen würde, könnte man es wahrscheinlich gut zähmen. Aber dazu hätte ich Pfeil und Bogen mitnehmen müssen. Und das habe ich nicht. So, jetzt geht die Ausdauer wieder hoch. Geht die auch hoch, wenn ich jetzt einfach so in der Luft bin? Nein, da sinkt sie. Okay, dann versuche ich das auch mal. Sich hier auch mit auf den Felsen setzen. So. Irgendwo hier unten. Mitten in der Luft, okay. Ist in Ordnung, Hauptsache die Ausdauer erholt sich. So, meine ist wieder voll. Meine welche Richtung auch. Fliegen wir ein Stück weiter ich hier gehe mal hinter? Kurz auf meinens, wegen Nahrung und Wasser. Das läuft noch. Wenn ich jetzt hier mal auf den neuen drücke, habe ich was getrunken und dann bist meins mal wieder voll, aber das Ding ist leer. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich noch im Wasserschlauch Wasser habe. Du standst bei einem Fach 4,5 und nun durch einen freiwilligen Vortrag bekam ich eine 2. Das ist doch gut. Ja, das läuft. So kann man sich auch, weil oft werden diese freiwilligen Vorträge auch noch ein Stück besser bewertet, weil man ja auch den Ehrgeiz zeigt, besser zu werden. Also das ist... Ja, es kommt drauf an, wen du hast. War ja, jetzt bei mir nicht so. Es gibt Lehrer, die sind dann nicht so besonders, aber es gibt auch welche, die honorieren das schon. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einen freiwilligen Vortrag. Boah, Physik. Pui. In Ethik. Oh, ich hasse Ethik, hör damit auf. Und aufgrund dessen hat sie mir eine komplette Note gestrichen. Ich hatte nämlich mal in einer Leistungskontrolle eine 6, weil ich keine Ahnung hatte, was ich schreiben soll. Und die hat es dann einfach rausgestrichen. Das war aber lieb. Ja. Ich habe in Ethik auch einen Vortrag gehalten und einfach... Und ich hab das auch erst erfahren, als ich den Notenspiegel am Ende bekommen habe. Da hat sie mir das in die Hand gedrückt und mich ganz tief nochmal in die Augen angeguckt und gemerkt, als ich mich gefreut habe. Es passiert selten, dass man das sieht. Weil nämlich anstatt einer 4 eine 3 dort stand. Weil die 6 hat mich natürlich runtergezogen. Bei Ethik kriegt man nicht ganz so viele Noten, da zieht eine 6 ordentlich durch. Unsere Ethiklehrerin war so mies, da hat die ganze Klasse 5 und 6 geschrieben, obwohl die Leistungskontrolle mit Hefter geschrieben werden durfte. Das war interessant. Das ist wirklich interessant. So, die Ausdauer ist bald wieder hin. Mhm. Such dir einen Felsen und setz dich drauf. Dann möchtest du mal gucken, wo wir einen haben. Ich weiß nicht, wo du hingeflogen bist. Ich flieg dir hinterher. Okay. Dann ist ja gut. Ich stand auch gerade nochmal auf dem Felsen. Ich lande auf dem hier. Oder auch nicht. Ich lande hier unten auf dem. Ich hoffe mal, jetzt kommt nichts. Das wäre nämlich unpraktisch. So, voll. Also wir fliegen hier die Gewässer lang, weil ein Spinosaurus ein Fischfresser ist und sich normalerweise in solchen Gewässern aufhält. Oder an solchen Gewässern, eher gesagt. Wir hatten mal eine Aufgabe in Ethik. Da sollten wir sagen und vermuten, wie es in der Zukunft der Menschheit aussieht. Naja, ich kam dran und bekam durch meine offene und ehrliche Meinung einen halben Tadel. Das ist das Problem, wenn man theoretisch seine Meinung äußern darf, aber es dann doch nicht so gewünscht ist. Das genau. Problem kennen wir. Das ist dann wirklich unfair. Es wird nach einer Meinung gefragt. Und gerade was Zukunft betrifft, ist ja etwas, das weiß man nicht. Da kann man doch diverse Theorien aufstellen. Das wird doch aktuell auch gemacht. Alle möglichen Theorien, wie es zukünftig weitergehen wird. Oh, Spino. Spino. Das ist Spino. Links. Bist du hinter mir? Ja. Ja, links. Spino. Da ist es Spino. Weiß noch nicht, ob man den jetzt irgendwie... macht man das? Ich
Ich fliege mal über den. Hat er mich gemerkt? Ist das ein Spino? Ist das kein Spino? Das ist doch kein Spino, oder? Ein Spino läuft auf vier Beinen. Ach so. Ja. Er will dich. Er rennt dir hinterher. So, er ist abgelenkt. Er greift jetzt eine Schildkröte an. Nee, das ist schon ein Spino. Wir haben ein Spino gefunden, Leute. Hirn hoch. Wir kommen unserem Ziel näher. Jetzt muss der Bus uns folgen. Ich setze mich nochmal hier kurz auf den Fels. Obwohl, hier ist es eigentlich gut. Hier könnt ihr sogar mit Fallenbogen von oben schießen, ne? Ja, so. Wenn du das kannst. Aber ich habe gemerkt, eine Bola kann ich jetzt nicht nehmen, sonst hätte ich die Bola. Wird bei dem auch nicht funktionieren. Ich wollte mir ja nur die Aufmerksamkeit holen. So, ich stand auch erstmal. Hallo, Spino. Ja, er zuckt. Ich denke mal, du voll, ne? Ja, die Musik ist da. Oh, ich muss hoch. Hochziehen. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Oh, der ist weg. Zum Beispiel bin ich wahrscheinlich aus der Entfernung zu weit. Wo ist er hin? Der kräht hier vorne. Hier, also, er ist ein Stück näher gekommen. Er lässt seine Wut dann an anderen Tieren aus. Ah. Es ist hinter dir her, ne, oder? Ja. Er ist wieder ein Stück vorangekommen. Ich will so. Noch mal kurz landen. Meine Gesundheit ist super. Die vom Dino so ein bisschen gesunken. Läuft. Aber er tötet dann alles Mögliche? Das ist echt aggros Vieh. Oh Mann. Mich? Ja, ich zieh hoch. Er hatte mich kurz. Jetzt muss ich mal kurz landen. Ich lande mal hier drüben auf dem. Jetzt. Ich bin im Wasser. Mist. Nicht gut. Der ist hier hinten. Bin abgestiegen. Oh, Scheibengleis ist auch. Ah, das läuft nicht. Da schwimmt eine Ente. Folgt er mir jetzt auch? Oder war ich zu weit weg? Er folgt mir, gut. Das lief nicht so, wie ich es wollte. Wo ist denn meine? Ach, der ist zu mir mitgekommen. Also den findest du bei mir. So, die Dilophosaurus. Kann sein, dass ich noch einen mitgebracht habe. Ja, da kommen wir. Ich glaube, wir haben ja die zwei Flugvögel hier. Holt euch mal selber ein bisschen Fleisch. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal ein bisschen ausweichen. Ich was sehe. Dass ich nicht die eigenen Dinos angreife, weil die kannst du ja schädigen. Greif dich an. So, habt ihr genug gefressen? Ich werde erstmal selber wieder zwei Stück Fleisch essen. So, weiter geht's. Na, ich wollte landen und da ist aber auf dem Wasser gekommen. Und nicht auf dem Felsen. Und dadurch bin ich abgestiegen. Ach, seine Spannung ist kaum auszuhalten hier. Ja, das letzte Mal haben wir ewig gebraucht, um die Falle zu bauen. Jetzt haben wir ewig gebraucht, um ihn da reinzulocken. Na, Spino? Wo fliegst du dahin? Da fliege ich weg. Er folgt dir, oder? Nee, doch. Du gibst mir Anweisungen, ne? Er folgt dir. Genau. Er rennt. Ist er nah? Ja, nee, jetzt ist er weg. Er greift die Dilophosaurus an. Dieses arme kleine Schweinchen. Er ist wieder. Oh! Er rennt dir hinterher. Ah! Huch! Kam mir plötzlich ein Hals, ne? Und? Was macht er jetzt? Jetzt steht er. Ich versuche gerade an dem vorbeizufliegen. Mal sehen, ob er mit mich will. Ich muss runter. So.
Aber den Langhals greift er nicht an, ne? Nee, der ist ihm zu groß. Jetzt muss ich doch mal schauen, ob ich doch irgendwo wieder ein bisschen Platz finde zum Landen. Aber ich glaube, ausdauertechnisch habe ich bloß noch 100. Ich muss mal ein Örtchen finden. Ich gehe mal hier drüben hin. Hier ist hoffentlich nichts. Wir müssen ja dann hier vorne wieder links, ne, oder so. Rechts. Hier rechts müssen wir lang. Rechts rum dann, ne? So, Ausdauer dürfte wieder voll sein, ne? Ja. Ich will, kann ich die Karte hier angucken? Ja, anzoomen. Genau, wir müssen ein Stück rechts rum. Oh, da ist er. Kam plötzlich von der Seite. Folgt er noch? Hier bin ich. Hier bin ich. Zum Glück habe ich noch einen Düsenantrieb. Oh, der ist immer noch da. So, habe ich Leben verloren? Mein Dino hat ein kleines bisschen, da muss ich erstmal heilen. Meine hat auch ein bisschen gelitten. Ja, ich sollte das Trinken nicht vergessen. Also auch das Trinken hier, ne? Eine Spannung. Jetzt kann ich erstmal kurz landen, ne? Ja. Der ist ja gerade jetzt nicht hier und somit kann ich schnell starten. Der greift die Vögel an. Und die fallen dann wie tote Fliegen vom Himmel. Ich hab's noch nie gesehen, wie tote Fliegen vom Himmel fallen. Wie geht's dir? Oh, oh. Willst du jetzt zu uns oder Vogel? Das Ziel ist, den jetzt bis rüber zu unserer Falle zu locken und das Tor ist ja offen. Dann muss er in das Tor rein. Achtung. Einer von uns beiden muss dann sich irgendwie verstecken und das Tor dann schließen. Jetzt greift er ein Para an. Zwei Bissen Para tot. Oh, zwei Dilophos aus. Macht er die noch platt? Jetzt greift er ein Dodo an. Der Dodo rennt weg. Dodo lebt noch. Dodo überlebt aber lang beim Spino. Ich muss mal ein Stück. Das war doch ein bisschen zu heftig, der Angriff. Wir müssen dann irgendwie über das Wasser kommen. Das wird dann das Interessante. So, ich lande hier vorne mal kurz. Ist kein Dilophosaurus in der Nähe? Nein. Jetzt kommt so ein kleines Vieh von der Seite gekrabbelt. Noch nicht stark genug bin, um dem wirklich gefährlich zu werden. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.